Ich bin live. Stich. Yes. So. Mal hier schauen, ob es auf meine Testseite hier passt. Yes, das passt. Oh, ich habe auch schon Zuschauer. Schreibt mir doch mal rein, ob ich gut zu sehen und zu hören bin. Und währenddessen entwickle ich hier mal meinen Kopfhörer. Schreibt mal rein, bin ich gut zu sehen und zu hören? Bei mir hier klappt's. Und schreib mal rein, wenn du Fragen hast, was dich gerade so betrifft. Auf was du heute vielleicht von mir eine Antwort haben möchtest, was auch immer. So, ihr Lieben. Das klappt auch. Ich hoffe, ich sehe eure Kommentare. Das ist hier nicht immer so. Okay, verstanden. Wird übertragen. Sehr schön, ihr Lieben. Einen wunderschönen Sonntagmorgen. Über was sprechen wir denn heute? Was möchte dein Herz und deine Seele heute denn hören? Was möchten dein Herz und deine Seele heute hören? Ich werde dir mal ein bisschen von mir erzählen in dieser Woche hier. So, okay, die Dagmar ist mit dabei. Wunderschönen guten Morgen, Dagmar, schön dich zu sehen. Ich lasse dich mal ein bisschen teilhaben so an den letzten Tagen von mir, weil es steht unter dem Tenor, wie viel mehr kannst du wirklich sehen, wie das Universum dich führt, wie das Universum immer an deiner Seite ist, wie du gelenkt wirst, wie du unter anderem auch gelenkt wurdest, hier überhaupt in die Gruppe reinzukommen. Und wie viel mehr kannst du die Botschaften da wirklich erkennen und ihnen folgen? Und weil ich jetzt gerade gesagt habe, hier so in die Gruppe reinkommen, ich habe vorhin mal so ein bisschen geschaut, was da so einige immer schreiben, warum sie den Seelenplan entdecken möchten. Und das sind ja auch Dinge von dir dabei. Weil es mein Leben deutlich zum Besseren ändern würde. Weil ich endlich mein Leben leben will. Weil es an der Zeit ist, dass ich endlich ins Handeln komme. 40 Jahre habe ich beruflich fast nur Dinge gemacht, die wenig Spaß machten, nur um zu überleben und war in einem Hamsterrad. Ich befasse mich schon lange mit dem Thema Seelenplan, Meditation, Therapie und so weiter, aber ich kam nicht in die Umsetzung, wusste auch nicht recht, auf welches der zahlreichen Interessen und Talente ich mich konzentrieren soll und so weiter und so fort. Bin hochsensibel, sehr, sehr vielseitig. Okay, so, weil ich gespannt bin, wie es weitergeht, weil ich spüre, dass es an der Zeit ist, dass ich etwas ändern muss. Ich bin nicht 100% zufrieden. Ich möchte mich wohl und zufrieden fühlen. Ich möchte das Leben mit Freude, Spaß und Liebe genießen und meine Berufung bzw. den Seelenplan auch wirklich leben und mit vielen Menschen im Austausch sein. Ein paar von vielen Antworten, warum du deinen Seelenplan entdecken möchtest, warum du hier in die Gruppe gekommen bist. So. Die wenigsten sind dann aber bereit, wirklich dieser Botschaft, die das Universum einem schon mal schickt, auch wirklich zu folgen. Die wenigsten sind dann bereit, und das entscheidet
Das ist der entscheidende Unterschied, ob du wirklich deinen Seelenplan entdeckst, ob du wirklich deinen Seelenberuf daraus kreierst, also wirklich dem Ruf deiner Seele folgst, und ob du wirklich auch dein Seelenfreude-Geld, also wirklich Geld damit auch verdienst, in dein Leben lässt, empfängst, dass du und dein Körper, ich sage bewusst dein Körper, nicht dein unendlich großes Wesen brauchen, um hier auf dieser wunderschönen Welt, auf der wir sind, etwas zu erschaffen. Weil unser unendlich großes wahres Wesen, das wir in Wahrheit sind, das ist ja in Anführungsstrichen nur in diesem Körper hier inkarniert, weil wir den Körper brauchen, um hier in unserer materialistischen Welt uns zu zeigen und um tatsächlich auch etwas bewirken und erschaffen zu können. Also auf der materiellen Ebene. Wir leben ja nun mal in der materiellen Welt. Ja? Auf der geistigen Ebene, da brauchen wir den Körper nicht. Auf der materiellen Ebene brauchen wir den Körper. Und deshalb hast auch du als unendlich großes Wesen mal einen physischen Körper angenommen. Ergibt das Sinn? Schenk mir mal Herz sein, damit ich weiß, dass ich dich da auch mit im Boot habe, dass das auch wirklich Sinn für dich ergibt, was ich dir hier erzähle. So. Bei mir kam die Woche ein Thema auf und ich bin ja jetzt wirklich schon seit 18 Jahren in der Richtung unterwegs. Als ich vor 18 Jahren gestartet bin, die zentrale Frage, die ich mir immer wieder gestellt habe, wo komme ich her? Was soll das alles hier auf unserer Erde? Wo gehe ich hin? Das waren so die drei Fragen. Was ist der wahre Sinn meines Daseins hier? Und ich habe das nicht nur so daher gesagt, sondern ich wollte da diesen Themen wirklich auf den Grund gehen. Ich wollte wirklich andere Resultate in meinem Leben haben, weil mein Körper mir schon etliche Botschaften geschickt hatte, beziehungsweise meine Seele über den Körper. Ich wusste damals um vieles nicht so im Detail, was ich heute natürlich weiß, aber eins war mir klar, es hat alles seinen Sinn, warum mein Körper mir Disharmonien schickt. Man kann es auch Krankheitssymptome nennen. Ich nenne es lieber Disharmonien. Und davon wollte ich einfach nicht noch mehr haben. Und ich fand es einfach, und lausch mal in dich hinein, diese Disharmonien, die dein Körper, deine Seele dir über den Körper bis eben schickt. Für mich war es naheliegend, logisch, diesen Impulsen auch zu folgen, diese Impulse zu verstehen und mit meiner Seele so in Kommunikation zu sein, dass sie mir keine Botschaften über den Körper mehr schicken braucht. In Form von, da könnte ich jetzt eine halbe Stunde dir davon erzählen, welche Botschaften meine Seele mir da auf der körperlichen Ebene geschickt hat. Das ist ja auch bei jedem anders. Bei mir war Gott sei Dank nie alles auf einmal, sondern immer so im Wechsel. Welche Botschaften schickt deine Seele dir über deinen Körper bis eben, wo es eigentlich vielleicht ganz geschickt wäre, zu sagen, okay, liebe Seele, ich löse das jetzt und folge dir jetzt. Und da sind wir wieder bei dem Entdecken deines Seelenplans, deiner Mission. Weil wenn du da die absolute Klarheit hast, warum du wirklich hier bist, wenn du dem Ruf deiner Seele auch wirklich folgst, dann hat deine Seele keinen Grund mehr, dir Botschaften über den Körper zu schicken. Warum sage ich das so mit Vehemenz? Weil ich da einfach von mir spreche. Weil ich einfach von mir spreche, von meinen Erfahrungen, nicht nur von mir, auch von vielen wunderbaren Frauen, die ich da in den letzten Jahren auch schon begleiten durfte. So, und jetzt lasse ich dich mal ein bisschen teilhaben an dieser Woche hier. Um einfach mal dir ein Beispiel zu geben, wie viel mehr du auch die Botschaften
des Universums sehen kannst, wie das Universum immer agiert. Auf seltsame, für uns vom Kopf her seltsame Art und Weise, für das Universum ist das sicherlich logisch, aber für unseren Kopf auf eine seltsame Art und Weise, die wir nicht kreieren können. Das gehört unter das Stichwort, das Wie ist nicht dein Business. Das Wie dürfen wir dem Universum überlassen. Bei mir kam die Woche nochmal so ein Thema auf. Was heißt nochmal? Kam ein Thema auf, das ich dann im Mentoring auch lösen durfte, noch aus meiner Ahnengeschichte, aus der weiblichen Ahnenreihe. Und ich hatte danach auch, also zum Verständnis, ich hatte danach auf der linken oberen Kieferhälfte auch ein bisschen, naja, eine Art von Schmerz war es einfach. Es war irgendwo so im linken oberen Kiefer. Hat sich das bemerkbar gemacht, noch auf der körperlichen Ebene, wie so als, wie sagt man, in der Homöopathie spricht man von Erstverschlimmerung, wenn man sich da mit Dingen beschäftigt. Also es war wie so eine Nachwirkung, ja, das war mir klar. Ich habe auch meinen Körper gefragt, gibt es jetzt noch etwas zu tun oder ist das Thema, das wir da anschauen durften, ist das gelöst? Nee, gibt nichts mehr zu tun. Okay, es war nur dieser leichte Schmerz im Kieferbereich. Und es drehte sich um ein Thema aus meiner weiblichen Ahnenreihe. Wenn du jetzt dich fragst, so, was hat das jetzt noch mit den Zähnen zu tun? Unsere Zähne sprechen auch eine ganz, ganz klare Sprache. Wir können, also mal grundsätzlich, der Unterkiefer, nur um es ganz kurz hier auf den Punkt zu bringen, der Unterkiefer, der steht für Themen im Hier und im Jetzt, der Oberkiefer steht für Themen aus der Vergangenheit, die linke Seite ist die weibliche Seite, die rechte Seite ist die männliche Seite. Ja? Deshalb fand ich so sinnig, okay, linke Seite macht sich gerade bemerkbar, da ist so ein bisschen Schmerz da. Ja? Nicht schlimm, aber da war was zu spüren. Und es war so als Nachwirkung auch noch so ein bisschen, ja, tendenziell ein bisschen Kopfschmerzen da, gerade hier so im Stirn- und im Schläfenbereich. Was für ein Zufall, dass ich gerade gestern einen Termin im Spa hatte, wo ich regelmäßig hingehe und meine Masseurin mir sinnigerweise ganz intensiv den Schläfenbereich massiert hatte. Ganz intensiv den Kopfbereich massiert hatte. Und ich kenne ja so den Ablauf inzwischen von der Massage, die ich von ihr ja da regelmäßig schon seit 2 Jahren bekomme. Gestern hatte sie, und ich habe ihr dann nichts drüber erzählt, sinnigerweise genau die Bereiche massiert. Und nicht nur das, sie hat sich auch hier mit dem Kieferbereich beschäftigt und hier in dem Bereich, wo ich weiß, dass da auch viele Meridiane zusammenlaufen. Auch den Bereich hat sie sich gestern ganz intensiv gewidmet. So, das war quasi so das Resultat vom Universum, die Magie dahinter, dass ich mich auf diesen Prozess eingelassen habe. Und man kann das jetzt als Zufall ansehen, dass ich ausgerechnet gestern einen Termin im Spa hatte. Und dort es mir, dann dauert das immer 3,5 Stunden, konnte gut gehen lassen. Und da empfangen durfte, es meinem Körper gut gehen lassen konnte. Und jetzt kommt noch was obendrauf. Sinnigerweise war ich anschließend auch noch zum Friseur. Und was macht mein Friseur gestern? Ganz zufälligerweise, ganz intensiv, viel, viel länger als sonst, eine Kopfmassage noch nach dem Haarewaschen. Was für ein Zufall. Ich würde dich damit gern dazu einladen, wie viel mehr kannst du die Magie des Augenblicks, die Magie des Universums, die Magie des Lebens erkennen in deinem Leben. Statt, wenn der Körper dir Botschaften schickt, ihn zu be- und verurteilen.
Warum habe ich jetzt Zahnschmerzen? Warum habe ich jetzt Kopfschmerzen? Warum habe ich jetzt Rückenschmerzen? Warum habe ich dies oder jenes? Da gilt es, diese Botschaften aus meiner Sicht, also ist es ganz geschickt, um wirklich da anzukommen, um wirklich auch die Resultate von euch, was er hier mir immer so schreibt, wenn er in die Gruppe kommt, warum du den Seelenplan entdecken möchtest, um wirklich auch andere Resultate in deinem Leben zu erzielen. Und dem gilt es dann natürlich auch zu folgen. Dem gilt es natürlich auch zu folgen und wirklich, und das war mein Commitment, als ich vor 18 Jahren gestartet bin, ich wollte herausfinden, was meiner Mission entspricht, was meiner Mission entspricht, was dem wahren Sinn meines Daseins hier entspricht. Nämlich Frauen wie dich dabei zu begleiten, in ein freies, selbstbestimmtes Leben zu kommen. In das freie und selbstbestimmte Leben zu kommen, von dem ich auch einst mal geträumt habe und von dem du bis heute träumst. Und wie auch immer dieses freie und selbstbestimmte Leben für dich ausschaut, das heißt, dass du auch gerne, wie ich hier in erster Linie in südlichen Gefilden, dich aufhältst, morgens dich erstmal fragst, an welchem Strand hüpfe ich denn heute Morgen erstmal ins Meer? Wo frühstücken wir nachher gemeinsam mit der Family? Zu Hause oder irgendwo extern? Und einfach tagsüber auch der Freude folgst. Das heißt nicht, dass es nichts zu tun gibt. Wir sind immer noch in einem Universum. Aber das heißt auch wirklich, dich dafür zu committen, für genau die Dinge, warum du deinen Seelenplan entdecken möchtest, auch wirklich zu gehen. Und das sind dann oftmals, da trennt sich auch so ein bisschen die Spreu vom Weizen, das sind viele einfach oftmals nicht bereit dazu, weil es dann wirklich darum geht, die Komfortzone zu verlassen. Wirklich out of the box, raus aus diesem kleinen Briefmarkenleben, um es mal bildlich darzustellen, da wirklich rauszugehen. Ich war es total leid, zu schauen, wie ich Monat für Monat auch finanziell über die Runden komme. Also Geld war ein Riesenthema auch in meinem Leben. Ja, ich habe gut verdient, komme ja aus dem öffentlichen Dienst, ohne Frage. Aber trotzdem war Geld nie als Freund an meiner Seite, dass ich einfach immer Geld gehabt hätte. Ich musste immer gucken, wie ich Monat für Monat über die Runden komme. Weiß ja nicht, wie es bei dir ist. Und falls es jetzt in dir denkt, muss es denn immer ums Geld gehen? Geld ist mir nicht so wichtig oder was auch immer es da in dir denkt. Ich mag gar nicht so viele Beispiele nennen. Solange du Geld ablehnst, solange du negative Prägungen zu Geld hast, solange du nicht beginnst, wirklich auch Geld anzunehmen, zu lieben, wie ein Partner an deiner Seite. Erstens, welchen Grund soll es haben, dann auch zu dir zu kommen? Und zweitens, wir leben nun mal in einer materialistischen Welt. Du hast hier deinen Körper eingenommen. Das ist Materie. Alles, was keine feste Materie ist, befindet sich im feinstofflichen Bereich, so wie auch dein unendlich großes Wesen sich im feinstofflichen Bereich befindet. Aber schau mal, es hat seinen Sinn und es kann nur auf dem Weg auch passieren, dass du deine Mission hier lebst, indem du das mit deinem jetzigen Körper machst. Und das, was dich jetzt ausmacht, ich habe gestern oder vorgestern war es, glaube ich, auch noch einen kurzen Post hier gemacht zum Thema VIP, ob du ein VIP bist, was kommt da in dein Bewusstsein, ein Ja, ein Nein, ein Vielleicht. Du bist als VIP hierher gekommen, als wichtige Persönlichkeit, als einzigartige Persönlichkeit. Das, was dich jetzt hier ausmacht, ist die Summe von all deinen früheren Leben auch. Nochmal. Dich gibt es nur ein einziges Mal auf diesem Planeten hier und was dich jetzt ausmacht,
ist die Summe von allen bisherigen Leben, inklusive deinem jetzigen Leben bis zu diesem Zeitpunkt, mit all dem Wissen, was du dir da angeeignet hast, bis jetzt angelesen hast, gelernt hast, erfahren hast. All deine Erfahrungen spielen damit rein. Das ist das, was dich jetzt ausmacht. Und so trägst du auch eine einzigartige Mission in dir. Der wahre Grund deines Daseins hier jetzt auf der Erde. Und da sind wir wieder bei den Menschen, wo sich dann entscheidet, gehe ich da wirklich durch? Entdecke ich wirklich meinen Seelenplan? Ich wollte das unbedingt. Ich war sowas von leid, mich zu verbiegen, mir von anderen den Tag vorschreiben zu lassen, mich abhängig zu machen von anderen, wann ich Urlaub machen darf und vor allem auch, wie viel Geld auf mein Konto kommt. Ich wollte das selbst in die Hand nehmen. Ich wollte nicht mehr von anderen bestimmen lassen, dass nur einmal im Monat Geld aufs Konto kommt. Und nur Summe X und ich dann mit dieser einen Summe X Monat für Monat 30 Tage lang über die Runden kommen möchte oder muss. So, und jetzt hast du schon mal was, vielleicht geht es dir ja auch so, vielleicht kannst du oder wahrscheinlich kannst du damit was anfangen, dass du es eigentlich auch leid bist. So einmal im Monat Geld zu bekommen und dann 30 Tage schauen zu müssen, wie du damit mehr oder weniger, recht oder schlecht, über die Runden kommst. Ich war es leid. Und ich war auch manchmal wütend. Ich war auch manchmal wütend, wenn ich so zurückdenke an mein früheres Leben, wo ich auch dachte, muss es immer um das liebe Thema Geld gehen? Kann Geld nicht einfach immer da sein? Das war eines meiner Ziele, meiner Wünsche, dass Geld einfach irgendwie immer da ist. Dass ich mir um Geld keine Gedanken mehr machen muss. Dass ich tagsüber das mache, was mir wirklich Freude macht, aber keine Gelebtwerdenfalle habe oder ein Hamsterrad oder morgens um 7 Uhr an einem Schreibtisch hocken muss, bis abends um 5 Zeit verbringe mit Menschen, ja, die ganz nett sind, die aber wirklich nicht unbedingt zu den Menschen gehören, die ich zu meiner Familie zähle, sondern ich wollte Zeit mit meinen Liebsten verbringen, mit meinem Mann, mit den Kindern natürlich auch gerne, weil die sind ja inzwischen erwachsen und Madeleine kennst du ja hier auch, ist ja auch mit an Bord. Zusätzlich ja auch noch ihr eigenes Ding. Das war die Vorstellung von meinem Leben. Wusste ich damals, wie das wirklich zur Realität werden kann? Nein. Ich habe mich nach den Naturgesetzen gerichtet. Und ich habe nicht gesagt, mir hat gerade die Woche jemand gesagt, ja, die Naturgesetze, ja, die kenne ich. Du hast bestimmt schon mal was von den Naturgesetzen gehört, Gesetz der Anziehung, Gesetz der Resonanz, wie sie auch alle heißen. Nur wenn du sie wirklich, wirklich nicht nur kennen, sondern auch anwenden würdest, sei ehrlich zu dir selbst, dann wärst du an einem ganz anderen Punkt in deinem Leben. Ich habe nicht vor 18 Jahren zum ersten Mal was von Naturgesetzen gehört. Ich habe da vorher schon was von gehört. Wie wir uns unsere Lebenswirklichkeit erschaffen. Nach deinem Glauben wird dir geschehen, dass unsere Gedanken der Ursprung dafür sind, wie wir unsere Lebenswirklichkeit im Außen vorfinden. Wie wir unsere Lebenswirklichkeit erschaffen. Davon habe ich schon viel früher gehört. Das Ding ist nur, ich habe es nicht umgesetzt. Und wenn du mich damals gefragt hättest, hätte ich auch gesagt, ja, ja, kenne ich. Die Wahrheit, wenn ich radikal ehrlich zu mir war dann, ich habe es nicht angewandt.
Oder ich habe es mal so 2, 3 Tage angewandt, vielleicht auch mal 2, 3 Wochen. Und mir dann auch die Geschichte erzählt, na, eigentlich geht es mir ja ganz gut und da draußen gibt es ja viele Menschen, denen geht es ja noch schlechter als dir und sei doch zufrieden mit dem und ja, na, okay, was da alles so bla 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 aufkommt. Und irgendwann habe ich mir wirklich gesagt, so, okay. Jetzt ist Schluss hier mit alleine rummachen, mit alleine probieren, mit immer wieder Schleifen drehen, mir mein Leben schönreden und gleichzeitig, sorry für den Ausdruck, aber ein Stück weit auch die Schnauze voll habe von vielen Dingen in meinem Leben. Und vor allem, jeden Monat zu schauen, wie ich über die Runden komme. Jetzt hole ich mir das Navigationssystem, das wirklich auf mich abgestimmt ist. Ein Navigationssystem, das mich wirklich mal von A nach B bringt. Und ich was leid, weiter wertvolle Lebenszeit da auch ins Land ziehen zu lassen. Und es ist auch die jetzige Zeitqualität. Es geht nimmer darum, noch ewig in der Vergangenheit rumzuwühlen, Glaubenssätze aufzuspüren, Muster aufzuspüren, Prägungen aufzuspüren. Hat die Woche jemand erzählt, sie ist schon seit Monaten dabei, in einem Programm Glaubenssätze aufzuspüren und Themen zu transformieren und keine Ahnung, was auch immer. Als ich vor 18 Jahren gestartet bin, ja, war ich auch noch viel in der Richtung unterwegs. Aber jetzt darf es darum gehen, so wie bei mir die Woche ein Thema nochmal aufgekommen ist, das zu erkennen, das zu lösen mit jemandem an deiner Seite, der in dem Bereich ein Stück weiter ist als du, weil nur derjenige kann dir natürlich da auch helfen, ist dann zu transformieren und weiter geht's. Weiter geht's auf der Treppe nach oben, um es mal so auszudrücken. Der nächste Quantensprung. Weiterentwicklung. Weil das entspricht unserer Evolution, uns weiterzuentwickeln, weiterzugehen. Unsere Evolution kennt eigentlich keinen Stillstand. Baum, klassisches Beispiel, der aufhört zu wachsen ist tot. Und ich glaube, es gibt auch, nicht nur ich glaube, das weiß ich, ich habe nur keinen Quellennachweis. Es gibt Statistiken darüber, dass Menschen, so und so viel Prozent, also die meisten, tatsächlich mit 30 spätestens mit 30 aufgehört haben, ihren Träumen zu folgen und sich mit dem, was das Leben ihnen gerade bietet, zufrieden geben. Manche haben dann noch das Ziel, bis zur Rente noch durchzuhalten und dann anzufangen zu leben, um dann ihren Träumen zu folgen. Und das ist etwas, was mir klar war. Ich meine, als ich mich aus dem öffentlichen Dienst nach 30 Jahren verabschiedet hatte, freiwillig. Einige haben mir die Hand geschüttelt, so ein bisschen mitleidig. Naja, sie werden ja wissen, was sie tun. Hoffentlich geht das gut. So ein bisschen mitleidig, ne? Andere habe ich gemerkt, okay. Die würden ja auch gerne, aber sie trauen sich nicht. Und dann gab es auch welche, die tatsächlich so mir gesagt haben, sie haben nicht mal alle Tassen im Schrank. Sie könnten doch jetzt einfach noch 3, 4 Jahre hier durchhalten und dann Vorruhestand und dann oder vielleicht nur mit Abfindung oder sowas machen. Ich dachte, mein Leben findet jetzt statt. Ich habe jetzt so viele wertvolle. Ich bin damit nicht im Unfrieden. Bei mir war das so.
Bei mir gehörte es einfach dazu. Ich möchte dir damit nur weitergeben, dass das bei dir nicht auch so sein muss. Und vor allem, dass du jetzt aufhörst, Einladung, da möchte ich mal den Raum mit dir öffnen, dass du jetzt aufhörst, wirklich weiter wertvolle Lebenszeiten auch ins Land ziehen zu lassen und zu denken, irgendwie, irgendjemand wird es schon richten. Weil solange du dich nicht 100% dafür entscheidest, ich will aus diesem, ich nenne es jetzt mal Dilemma, aus diesen Themen, die ich in meinem Leben wirklich sowas von leid bin, wo ich mich manchmal mehr oder weniger wohl mitfühle, wo ich mir manchmal die Geschichte erzähle, na so schlimm ist es ja eigentlich gar nicht, wo ich mir manchmal die Geschichte erzähle, da draußen gibt es so viele Menschen, denen geht es schlechter als dir, sei doch mal zufrieden. Wo ich mir manchmal die Geschichte erzähle, ich habe jetzt schon so viel in mich investiert, jetzt muss mal Schluss sein mit Investitionen. Also mit anderen Worten, wo wir das Geld, dem Geld die Macht über uns geben. Dazu würde ich dich gerne einladen, dass das Ding nur funktionieren kann, dass du nur deine Ziele erreichen kannst, wenn du auch wirklich dazu committed bist, dafür zu gehen. Und das ist das, was dann manchmal einfach unangenehm auch ist. Da geht es dann wirklich darum, die Entscheidung zu treffen. Ich gehe da durch. Da geht es wirklich darum, in dich zu investieren. Und dieses Investment, das hat dann nichts damit zu tun mit Schulden machen. Wir kennen das in unserer Gesellschaft nicht, in sich zu investieren. Wir kennen es, ein Auto auf Raten zu zahlen oder Leasing, die Spülmaschine auf Leasing zu kaufen, die Waschmaschine, Wohnungseinrichtung, ein Haus 30, 40 Jahre lang abzubezahlen, Hausmeister darin zu spielen. Es gehört aber irgendwann vielleicht mal einem. Das ist alles gesellschaftskonform. Das sind auch Schulden. Weil in dem Moment, wo ich mit dem Auto vom Hof fahre, hat es schon keine Ahnung, wie viel 1000 Euro an Wert verloren. Das hat nichts mit Investition zu tun. Bei einer Investition geht es ja immer darum, 10-fach, 100-fach, 1000-fach das Investment zurückzuholen. Und was ist die sicherste und beste Investition? Die Investition in dich selbst. Das Wissen in dich selbst. Weil das kann dir niemand nehmen. Das kann dir niemand nehmen. Und dann kannst du einfach vorangehen in diese andere Richtung, wo du eigentlich hin möchtest. Und jetzt kommen wir zu den Naturgesetzen, habe ich eben eine kleine Schleife gemacht. Als ich wirklich mal Menschen an meiner Seite hatte, die mir auf mich abgestimmt, mir gezeigt haben, wie ich wirklich und nicht nur einmal im Monat, einmal in der Woche, sondern wirklich Tag für Tag die Naturgesetze anwende, wie genau ich denken muss. Und da wird es anstrengend. Und das ist auch etwas, nur zum Bewusstmachen. Und du kannst dich immer entscheiden, wo möchtest du hin, zu welcher Gruppe möchtest du gehören. Zu denjenigen, die sagen, okay, das ist mir jetzt wirklich zu anstrengend, mir anzueignen, stabil das zu denken, wo ich wirklich hin möchte. Und da spreche ich wirklich stabil davon. Sag mal radikal ehrlich zu dir, ich möchte wirklich heute mal hier die Augen öffnen. Sag mal radikal ehrlich zu dir, wie viel Gedanken unterbewusst. Und jetzt gehen wir noch eine Etage tiefer, was es unbewusst in dir denkt. Das merkst du ja gar nicht. Das kann nur ein Mentor an deiner Seite erkennen. Weil das sind ja die Schattenseiten in einem. Aber wenn wir jetzt nur mal vom Unterbewusstsein sprechen und du so ein bisschen dich schon mit dem Thema beschäftigt hast, dann kannst du da jetzt schon mal ein bisschen Revue passieren. Wie viele Gedanken denkst du tagsüber, wenn du radikal ehrlich zu dir bist, die unterm Strich Mangelgedanken sind? Mangel an Geld, Mangel an Gesundheit,
wo du Themen aus dem Kollektivbewusstsein wahrnimmst, gerade in den letzten 2,5 Jahren, sie für deine hältst, wo du glaubst, dass es auch in anderen Bereichen Mangel gibt, was auch immer. Zu wie viel Prozent denkst du tatsächlich auf der anderen Seite Gedanken, die dich wirklich dorthin bringen, also die förderlich sind, wo du wirklich hin möchtest? Das ist die Krux. Das ist die Krux. Bevor im Außen eine andere Lebenswirklichkeit in deinem Leben entstehen möchte, weil du noch viele Ziele hast, oder vielleicht gehörst du ja sogar schon zu denjenigen, die begegnen mir auch immer mal wieder, gehörte ich auch so zum Teil dazu, die gar nicht mehr trauen, groß zu träumen, die gar nicht mehr wissen, ja, was sind denn meine Ziele? Was soll ich denn da als große Ziele aufschreiben, weil schon so viel gedeckelt wurde? Das ist die Krux, tagsüber Chefin im Kopf zu sein und wirklich zu 90% das zu denken, wo es hingeht. Weil bevor irgendetwas im Außen entstehen kann, und das sind Naturgesetze, denen können wir uns nicht entziehen. No chance. Weil der Punkt, wo du jetzt stehst, mit all den Facetten in deinem Leben, der ist entstanden aufgrund deiner Gedanken, unterbewusst und unbewusst. Und natürlich auch bewusste Gedanken. Und ganz viel verbirgt sich da natürlich auch im Unbewussten. Deshalb unterscheide ich so gerne zwischen Bewusstsein, Unterbewusstsein und Unbewusstem. Im Unbewussten, das sind so unsere blinden Flecken. Und das ist auch das, wo ich die Woche auch nicht alleine dahinter gestiegen wäre, wenn ich nicht jemanden an meiner Seite gehabt hätte, die mit mir da gleich hingeschaut hat und die das Thema mit mir gleich gelöst hat. So. Das ist etwas, was wir aber nirgendwo gelernt haben. Wir haben gelernt, Schulsystem zu durchlaufen, Abschluss zu machen, eine Ausbildung der Ausbildung wegen zu machen, mal zu schauen, mit was man sich so arrangieren kann. Oder vielleicht auch ein Studium zu machen, des Studierens willens. Und dann einfach zu gucken, ja, mit welchem Beruf kann ich mich da die nächsten 30, 40 Jahre lang auch arrangieren. Das ist das, was wir gelernt haben. Man hat uns, und vor allem haben wir gelernt, nur mit viel Arbeit können wir auch viel Geld verdienen. Wir haben zu nichts und niemandem eh so ein unheilsames Verhältnis wie zum Nebenthema Geld. Und dass es anstrengend sein muss, dass es schwer ist, dass das Leben schwer ist, dass das Leben eine harte Schule ist, keine Ahnung, was auch immer. Bla 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 bla. Alles das haben wir gelernt. Niemand hat sich mit uns wirklich über die Naturgesetze unterhalten. Man hat uns beigebracht, dass die Reihenfolge immer die ist, dass zuerst ein Gedanke da ist. Wenn du dich in deiner Wohnung oder wo auch immer du dich umschaust, bevor irgendetwas entstehen kann, wenn man diesen Kristall Kerzenhalter da sieht. Irgendjemand hatte die Idee, diesen Kristallkerzenhalter so zu designen. Fand das vom Design her ganz schön, hat es zu Papier gebracht. Fand das ganz schön, hat sich schon darüber gefreut, so schaut er aus und so weiter und so fort, von der Größenordnung her, von dem Stil her und so weiter. Du merkst schon, da war die Idee da und da war das Gefühl da. Und das ist mit allem so. Wenn du dich umschaust in deiner Wohnung, in dem Haus, in dem du lebst, bevor das alles entstehen konnte, bevor jegliche Materie entstehen konnte, war erst der Gedanke da, also eine Idee,
gepaart mit dem Gefühl, das fühlt sich gut an, das ist stimmig, das ist schön so. Und dann kam erst das Handeln. Niemals umgekehrt. Und was machen wir, wenn wir zum Beispiel die Idee haben, ich hätte gern mehr Geld monatlich zur Verfügung? Auf dem Weg war ich auch schon unterwegs. In meinem früheren Leben, ganz, ganz früheren Leben, hatte ich mal so die Idee, noch als Bedienung nebenbei noch zu jobben, um mehr Geld zu verdienen. Bin aber Gott sei Dank nicht angenommen worden. Das wäre auch nicht gut gegangen. Also das ist wirklich schon ganz, ganz lange her. Das kann nicht funktionieren, weil dann wird das Hamsterrad, die gelebt werden, fallen ja noch größer. Dann verlieren wir ja noch mehr Energie tagsüber mit den Dingen, die wir machen, die überhaupt nicht unserer Seele entsprechen. Weil jede Disharmonie, die der Körper dir zeigt, die die Seele dir über den Körper zeigt, ist nichts anderes als eine Disharmonie. Es sind Dinge nicht in Harmonie. Sonst hätten wir ja keine, ich nenne es jetzt mal Krankheitssymptome. Mein Ausdruck dafür ist Disharmonie. Und je mehr wir tagsüber Dinge machen, die nicht mit in Harmonie mit unserem wahren Selbst sind, die nicht im Einklang mit deinem wahren Wesen sind, das sind Dinge, die dir keine Energie schenken, die dir Energie rauben. Und dann entstehen die Disharmonien irgendwann. Dann meldet sich der Körper. Dann meldet sich die Seele über den Körper, um dich darauf aufmerksam zu machen. Hey, jetzt wird es Zeit, mal zu korrigieren. Bei mir war es einmal sogar so, dass ich mittags auf dem Nachhauseweg war und mit einem Sekundenschlaf an der Leitplanke vorbeigestreift bin. Nicht, weil ich nachts nicht geschlafen habe oder zu wenig Schlaf hatte, sondern mich hat das so viel Kraft und Energie gekostet, 8 Stunden am Arbeitsplatz zu hocken, mich fehl am Platz zu fühlen, nach 3 gefühlten 3 Stunden auf die Uhr zu gucken und zu sehen, oh, es ist erst 1/4 Stunde später. Nicht, weil ich mich überarbeitet habe, nicht, weil ich zu viel da zu tun hatte, sondern weil ich einfach gefühlt habe, das ist nicht das, was mich morgens wirklich aus dem Bett hüpfen lässt. Deshalb bin ich mittags manchmal so todmüde aus dem Büro raus. Und wenn dann die Sonne noch so warm, das war glaube ich im Frühjahr mal, ins Auto geschienen hat, ja, da war der Sekundenschlaf da. Da war es die Botschaft vom Universum, jetzt wird es Zeit. Und noch eine andere Botschaft vom Universum, fällt mir jetzt auch noch gerade ein, ganz kurz. Nur damit du mal noch mehr Beispiele hast, wie sehr das Leben, das Universum immer an deiner Seite ist und du selbst natürlich entscheiden darfst, gehst du da jetzt durch, gehst du durch die Ängste, weil in sich zu investieren, gerade wenn man schon viel in sich investiert hat, das ist unbequem, da kommen auch schon mal Ängste auf. Ja, nur hätte ich mich meinen Ängsten hingegeben, ich weiß nicht, ob ich überhaupt noch hier wäre auf unserer Erde, aber ich wäre sicherlich nicht mit der gesamten Familie in dem freien Leben angekommen, das Leben, das wir jetzt gerade haben. Die Komfortzone zu verlassen ist immer unbequem. Nur das Ding ist, nur dann kann Weiterentwicklung stattfinden. So, und eine wichtige Botschaft habe ich dir mitgegeben jetzt schon mal. Du, ich habe eigentlich das Wörtchen muss aus meinem Sprachjargon gestrichen. Ich muss überhaupt nichts. Nur, wenn ich weiterkommen möchte in meinem Leben, wenn ich Ziele erreichen möchte, wenn du deine Ziele erreichen möchtest, wenn du möchtest, dass deine Seele dir keine Botschaften mehr schickt in Form von Disharmonien über den Körper, wenn du möchtest, dass Geld auch einfach mal an deiner Seite ist und du nicht gucken musst, wie du Monat für Monat über die Runden kommst, wenn du wieder viel mehr Freude, Spaß und Leichtigkeit haben möchtest,
wenn du dich viel fitter fühlen möchtest, wenn du dich viel, ja, auch das gehört dazu, gesünder ernähren möchtest, hochwertigere Nahrungsmittel zu dir nehmen möchtest, also wirklich Lebensmittel im Sinne von Mittel zum Leben und weniger in Anführungsstrichen tote Energie und dich vor allem weniger in Energien aufhalten möchtest, die nicht förderlich für dich sind, die dich nicht dorthin bringen, wo du eigentlich hin möchtest, dich, deine Lieben, deine Familie, dein Partner, deine Kinder. Dann, und in dem Jargon muss ich dieses Wörtchen muss eigentlich nochmal verwenden, musst du schauen, dass du tagsüber zu 90% nahezu das denkst, aussendest ans Universum. Du kannst dir deine Gedanken vorstellen wie so Energiebläschen, wie unsichtbare Energiebläschen, die du aussendest an das Universum. Und Gleiches zieht Gleiches an. Diese Energiebläschen, die schwirren da draußen, nur um dir ein metaphorisches Bild mit auf den Weg zu geben, ins Universum, in die Multiversen, in alles, was ist, und ziehen dann Gleiches an. Und das kommt in dein Leben zurück. Also so gesehen, das Leben, was du bis eben vorfindest, das hast du dir selbst erschaffen, niemand anderes. Da gehört natürlich eine radikale Ehrlichkeit zu sich selbst. Und da rebelliert auch schon mal der Kopf, wie es bei mir ja auch war, als mein Mentor das, einer meiner ersten Mentoren, vor 18 Jahren, der das gesagt hat. Ich habe rebelliert, ich habe gesagt, diese Situationen, die ich gerade habe, die habe ich mir doch nicht selbst erschaffen. Ich wollte es nicht wahrhaben. Aber das Schöne ist, wenn man das erkennt und niemand anderes die Lebenswirklichkeit erschafft, außer man selbst, was für eine Chance, dann jetzt eine neue Wahl zu treffen, in eine andere Richtung zu gehen. Also nochmal, wenn du in deinem Leben Veränderungen haben möchtest, und das möchtest du, sonst wärst du ja nicht hier in unserer Community gelandet, dann darfst du dich auch dafür entscheiden und du darfst ganz wichtig zu nahezu 90% wirklich tagsüber nur das denken, was dich auch dorthin bringt, wo du hin möchtest. Sonst wird ja immer wieder das andere manifestiert. Ergibt das Sinn? Schenk mir mal nochmal ein paar Herzlein. Ergibt das Sinn für dich? So. Und dann kommt erst an dritter Stelle das Handeln, das in die Tat umzusetzen. Und auch da geht es wiederum darum, die Komfortzone zu verlassen. Als bei mir so der Impuls aufkam, ich weiß nicht mehr, wo diese Stimme herkam, also zum einen sichtbar zu werden, da kamen natürlich Ängste auf, angreifbar zu werden, kritisiert zu werden, kann ich das, schaffe ich das, ach, keine Ahnung, was da alles noch aufkam. Da gibt es auch noch so schöne Anekdoten, wo das Universum mir über Tiere ganz besondere Botschaften geschickt hat, erzähle ich dir ein andermal her, wird jetzt hier den Rahmen sprengen. Da wirklich durchzugehen, da kamen auch bei mir Ängste auf und so, kriege ich das wirklich hin? Und nochmal Zweifel. Hätte ich da keine Mentoren an meiner Seite gehabt, die mit mir den Weg gegangen wären, die mich an die Hand genommen hätten, dann wäre ich ja auch nicht da angekommen. Dann kam mir die Idee auf, eine Akademie zu gründen, um dem Ganzen auch noch einen anderen Rahmen zu geben. Da hat der Kopf gesagt, bist du jetzt größenwahnsinnig? Das sind alles Gedanken, wo der Kopf, das Ego uns interessante Ansichten schickt, die zum großen Teil noch nicht mal unsere sind, weil das kleine Kind in mir hätte einfach gemacht. Und das kleine Kind in dir hat auch keine Prägungen im Grunde genommen. Das sind ja alles die Prägungen, die Ansichten, die du übernommen hast von anderen im Laufe der Jahre. Das kleine Kind in dir
wie sehr Wahrheit würde es einfach losmarschieren und einfach machen, wenn die große erwachsene Persönlichkeit, die du bist, es dem kleinen Kind nicht verwehren würde und sagen würde, nee, Mama, jetzt nicht. Um es jetzt mal so ganz kurz auf den Punkt zu bringen. Wie sehr wartet das kleine Kind in dir drauf, dass du als erwachsene Persönlichkeit jetzt sagst, hey, ja, lass uns starten, wir gehen. Wir gehen für unseren Seelenplan. Wir gehen jetzt für unsere Mission. Wir gehen jetzt da durch. Und ich entdecke mit dir gemeinsam, also wenn ich jetzt von dir spreche, dann meine ich das kleine Kind in dir, unsere wahre Mission, das, was wir mit hierher gebracht haben auf die Erde, und gehen da auch durch und folgen auch wirklich dem Ruf der Seele, kreieren daraus den Seelenberuf und empfangen auch, wie ich es einfach gerne nenne, das bringt es am besten auf den Punkt, Seelenfreude, Geld. Denn das ist das, was daraus aus diesem Erfolg dann erfolgt, dass du dann auch Geldenergie empfängst, in dem Maße, wie du es wirklich gerne hättest, wo du dir keine Gedanken mehr drum machen musst, wie komme ich im Monat über die Runden, wo einfach immer Geld da ist. Ich weiß, das klingt ein bisschen spooky und das ist auch alles jetzt natürlich vereinfacht dargestellt. Was es braucht, ist es eine klare Anleitung, natürlich auf dich abgestimmt. Dass du genau weißt, wie funktioniert es für dich. Und das ist der Grund, warum die Akademie entstanden ist, wo du dich natürlich auch entscheiden darfst. Kommst du da rein, lässt du dich begleiten oder, und da ist auch nichts falsch dran, versuchst du es noch alleine weiter. Nur, ich glaube, es ist ein bisschen klar geworden, wenn du ehrlich zu dir selbst bist und vor allem, wenn du Geld bis eben nicht über dich stellen würdest, dann wärst du wahrscheinlich schon längst in der Akademie, hättest dich schon längst für deine Mission, für deinen Seelenplan, für diese Anleitung entschieden und würdest auch dem Ruf deiner Seele folgen, hättest deinen Seelenberuf daraus kreiert und würdest Seelenfreude Geld empfangen. Eines meiner Ziele war, als ich nach 30 Jahren tatsächlich aus dem öffentlichen Dienst raus bin, nicht nur einmal im Monat Geld zu empfangen, sondern wenigstens zweimal im Monat. Das war das erste Ziel. Dann recht, also das waren alles ganz, das ist alles ganz rasch dann auch in Erfüllung gegangen. Dann war das Ziel, wenigstens jede Woche einmal Geld aufs Konto fließen zu lassen. Und dann war das Ziel, jeden Tag Geld aufs Konto fließen zu lassen. Und dann weiß ich noch, wie mein Kopf mir gesagt hat, naja, Sonntag und Samstag müssen wir ausschließen, sind ja keine Banktage. Da kann ja kein Geld aufs Konto fließen. Und ich weiß noch, als das so die erste Zeit dann der Fall war, wie sehr ich gestaunt habe und gedacht habe, ah, okay, selbst samstags und sonntags kann Geld auf dem Konto gut geschrieben werden. Also, wie willst du es künftig haben? Wie willst du es künftig haben? Du hast jederzeit die Wahl. Und wenn bei dir jetzt Themen aufgekommen sind, wo du zurückblickst auf dein Leben und denkst, wow, hätte ich doch nur, oder vielleicht so ein ungutes Gefühl oder vielleicht sogar eine Art von Wut, von Trauer, von Schmerz oder was auch immer, geh nicht in die Be- oder Verurteilung von dir, von Situationen im Außen und gib vor allem nicht die Schuld ab an andere Menschen, an andere, an Situationen im Außen oder was auch immer. Übernimm die Verantwortung für dein Leben selbst, weil nur dann kannst du es auch selbst in der Hand haben und du kannst heute eine neue Entscheidung treffen, wo es für dich hingeht. Du kannst heute eine neue Entscheidung für dich treffen, wo es für dich hingeht. Und ja, guck mal, die Dinge, die ich dir jetzt heute hier mit auf den Weg gegeben habe, so
so vereinfacht dargestellt. Das sind natürlich Dinge, wo es in der Akademie darum geht, die wirklich im Detail anzuschauen. Da bin ich ja auch ganz intensiv an deiner Seite, damit das eben auch funktioniert. Nur, ich kann mich nicht für dich entscheiden. Entscheiden kannst nur du dich. Ich gehe meinen Weg sowieso weiter. Entscheiden kannst nur du dich dafür, auf den rollenden Zug aufzuspringen und zu sagen, yes, bin mit dabei. Yes, ich starte jetzt auch durch in das freie Leben. Ja, ich erreiche jetzt meine Ziele. Ja, ich komme jetzt zeitnah in dem freien Leben an, wo ich hin möchte. Ja, ich mache jetzt mein eigenes Ding. Ja, ich gebe jetzt meiner Seele das Signal, dass sie mir nicht weiter Botschaften über den Körper schicken muss. Ja, ich entscheide mich jetzt hier, eine VIP zu sein. Ja, ich entscheide mich jetzt, den Thron meines Lebens einzunehmen. Ja, ich entscheide mich jetzt, die Krone aufzusetzen. Ja, ich entscheide mich jetzt dafür, meine Geldthemen zu heilen. Ja, ich entscheide mich jetzt dafür, meine Mission zu entdecken. Ja, ich entscheide mich jetzt dafür, dem Ruf meiner Seele zu folgen. Ja, ich entscheide mich jetzt auch dafür, Geldenergie zu empfangen. Ja, ich entscheide mich auch für mein Leben. Ja, ich entscheide mich auch dafür, ja zu diesem Leben zu sagen. Ja, ich entscheide mich auch dafür, ja zu mir selbst zu sagen. Merkst du, wie viele Ja's jetzt hier da waren? Und weißt du, was die Krux ist? Wie viel hast du bis eben, bis gestern in deinem früheren Leben als Kind und so weiter Neins gehört? Und das ist das, was dein System kennt. Zwar halb Ja, halb Nein zu sagen, vielleicht, aber in erster Linie dennoch Nein zu sagen zu dir, weil man dir bis eben nie gesagt hat, was für eine wertvoll einzigartige Persönlichkeit du bist, sodass du, wenn ich es dir jetzt sage, wahrscheinlich noch nicht mal zu 1000% annehmen kannst, weil auf der unbewussten Ebene immer noch Anteile in dir sind. Und das war bei mir mal nicht anders. Deshalb teile ich das hier auch so offen mit dir, zum Augenöffnen, zum Raumöffnen für dich. Wie viel hast du in deinem Leben bislang Neins gehört, wo du bis eben glaubst, es ist ein Nein zu deiner Persönlichkeit. Es ist ein Nein zu der Liebe zu dir selbst. Es ist ein Nein zu deinem wahren Wert, zu deinem Selbstwert. Selbstliebe heißt, dich wirklich an allererste Stelle zu setzen, hat nichts mit Egoismus zu tun. Selbstliebe heißt, dir das Allerbeste zu gönnen. Selbstliebe heißt, es wirklich dir wert zu sein, dir auch das Allerbeste zu gönnen. Für dich und für deine Lieben im zweiten Schritt natürlich auch. Und das sind so die Dinge, wo du dich entscheiden darfst, in die Akademie zu kommen, die Dinge gemeinsam zu machen, dich erst mal 8 Wochen begleiten zu lassen, wo du schriftlich in der Tasche hast, deinen Seelenplan, deine Mission, wo du genau weißt, wie du daraus deinen Seelenberuf auch kreierst, wo du genau weißt, nach diesen 8 Wochen, wie genau du damit auch Seelenfreudegeld empfängst. Du merkst schon, das, was dich in der Akademie erwartet, das könnte ich locker mal in ein Programm von einem halben Jahr oder auch mal einem Jahr reinstecken. Warum mache ich das nicht? Dann schau mal, wir können ein halbes Jahr oder ein Jahr hier uns, keine Ahnung, rumeiern und machen. Wir können aber auch sagen, jetzt mal kompakt, 8 Wochen, gebe ich mal ein bisschen Gas, kneif mal die Po-Backen zusammen und geh da mal durch und bring den Zug mal ins Rollen. Bau mal Momentum auf. Ein Zug, der rollt, der ist unaufhaltbar. Wenn du erstmal da durchgegangen bist, bist du unaufhaltbar, kann dich nichts mehr aufhalten. Wenn ich aber ein Jahr lang versuche, immer mal so ein bisschen den Zug ins Rollen zu bringen, no chance. Das ist der Grund, warum in der Akademie
erstmal in den Sinn. Das ist so Usus auf Zypern. Frisierte Motorräder mit lauten Maschinen. Okay. Das ist der Grund, warum es darum geht, wirklich Momentum aufzubauen, den Zug ins Rollen zu bringen und dann weiter Fahrt aufzunehmen. Mit Freude, mit Spaß, mit Leichtigkeit. Und das ist natürlich auch ein Commitment von dir. Und da kannst nur du dich entscheiden für. Niemand anderes. Niemand anderes kann sich dafür entscheiden. So, und wenn du dich dafür entscheiden möchtest, in die Akademie zu kommen, 8 Wochen, 4.000 Euro, wie machen wir das? Ich schreibe dir einen Link rein, um dich einzutragen zu einem Beratungsgespräch. Da schauen wir mal, wann wir gemeinsam starten können. Genau, das ist das Einfachste. Also, Beratungsgespräch, Link schreibe ich dir rein, trage dich da ein. Dann verabreden wir den Startzeitpunkt. Und sollte jetzt Geld für dich wirklich so ein Thema sein, dass du sagst, 4.000 Euro, gibt natürlich auch die Möglichkeit von Ratenzahlungen, kann man gerne auch in 2 Ratenzahlungen aufteilen. Aber wenn jetzt 4.000 Euro wirklich für dich so eine Challenge sind, also dass das Geld noch so die Macht über dich hat, dass der Monat viel länger dauert als das liebe Thema Geld, dann kannst du natürlich auch, und da staune ich immer über sensationelle Ergebnisse von den Teilnehmern, die dann anschließend in die Akademie kommen und dadurch starten, dann kannst du auch erstmal ins Geldmentoring kommen. Das sind 4 Wochen, da stellen wir wirklich das liebe Thema Geld vom Kopf auf die Füße, da heilen wir deine Geldthemen, sodass du dir da erstmal erlaubst, Geld zu empfangen. Und dann hast du anschließend die Option, auch in der Akademie durchzustarten. Das sind 4 Wochen und das sind dann nur 1.000 Euro, aber da wirst du deine Geldthemen definitiv gelöst haben. Es sei denn, du kommst nur ins Programm und setzt nichts um. Also machen kann niemand für dich, entscheiden kann niemand für dich, nur du kannst dich entscheiden. Für dich, für dein Herz, für deine Seele, für das kleine Kind in dir, das möchte. Und ja, auch da gibt es einen Start, der individuell auf dich abgestimmt wird. Da gibt es auch noch so ein paar organisatorische Dinge. Deshalb trag dich ein zum Beratungsgespräch. Und dann schauen wir, wann wir starten, sei es im Geldmentoring oder auch gleich all in der Akademie. Ich freue mich auf dich. Hab noch einen schönen Tag. Danke für dein Sein. Ciao, ciao.